Ist das die Lösung des Verkehrsproblems auf dem Mittleren Ring? Die Untertunnelung des Englischen Gartens und damit die Wiedervereinigung von Nord- und Südteil. So sieht es das Projekt Ein englischer Garten zumindest vor. Bayerns Umweltministerin Ulrike Schaaf ist überzeugt von den Vorteilen dieser Lösung. Geschätzte Kosten rund 70 Millionen Euro. Eine direkte Finanzierungshilfe gibt es aus dem Umweltministerium aber nicht. Aber was man tun kann über eine solche Verbesserung in der Landschaft, können positive Ökopunkte angesammelt werden. Ich spreche von der Kompensation. Und man kann auf der anderen Seite, wenn Maßnahmen notwendig sind in der Stadt, Baumaßnahmen, die auch einen Ausgleichsflächen bedürfen, gegenrechnen. Konkret bedeutet das, das Umweltministerium kann die Mittel aus dem Ökokonto auf dieses Projekt lenken. Bis zu 1 Million Euro wären dabei drin. Für die Architekten ein weiterer Schritt in Richtung Realisierung. Wir haben ja schon verschiedene Zusagen. Wir bekommen aus der obersten Baubehörde Signale, dass dort gefördert wird, weil es einfach ein Tunnelprojekt ist, das auch für den Verkehr, für die Verkehrsstauproblematik-Lösung wichtig ist. Aber auch aus dem Finanzministerium. Das Finanzministerium ist ja Eigentümer des Englischen Gartens. Herr Söder hat 5 bis 6 Millionen zugesichert. Und so glauben wir schon, dass mal so roundabout die Hälfte der Kosten von anderer Seite kommen könnten und die Stadt München dann nur noch die Hälfte zahlen muss von den 70 bis 80 Millionen, die veranschlagt sind. 83% der Münchner wollen den Tunnel und damit die Wiedervereinigung des Englischen Gartens. Im Herbst entscheidet der Stadtrat über das Projekt. Ich bin eigentlich schon sehr optimistisch, weil diese direkte Konkurrenz zu den zwei Großtunnels, Tegernseer Landstraße, Landshuter Allee, wurde ja aufgehoben. Und dieses Projekt wird separat begutachtet, vor allem im Hinblick auf die Finanzierung. Die Kosten sind ja nur ein Bruchteil dessen, was die Großtunnels kosten werden, die natürlich auch notwendig sind. Aber ich denke, wir laufen da außer Konkurrenz. Wenn alles gut geht, müssen die Münchner in 4 bis 5 Jahren nicht mehr über diese Brücke, sondern radeln durch einen englischen Garten.